Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play World of Final Fantasy. Ich bin es, euer MC Muffix. Beim letzten Mal sind wir weggespült worden. Erneut. Und ich hoffe zumindest, das war das letzte Mal, dass wir in diesem Spiel irgendwo runtergespült wurden. Beim letzten Mal haben wir uns den ersten Schlüssel geschnappt. Doch just in dem Moment, als wir das geschafft haben, wurden wir gleich von einem mysteriösen Wasserdrachen angegriffen. Dieser mächtige Wasserdrache... Schau mal kurz, was der Wasserfrosch da drauf hat. Versuchen... Tobsucht, ja super. Okay, dieser mächtige Wasserdrache, den wir hier gefunden haben, wurde von dem mysteriösen... von der mysteriösen Kriegerin kontrolliert und scheinbar haben sie auch die gute Rias entführt. Wieso sie das gemacht haben, das weiß ich jetzt nicht so ganz. Wahrscheinlich, weil sie eine der Kriegerinnen des Lichtes ist. Daraufhin wurden wir hier runtergespült und haben hier einen verwunschenen Prinzen gesehen. Dieser verwunschene Prinz ist niemand anders als der werte Herr Snow, bekannt und halbwegs beliebt aus Final Fantasy 13 natürlich. Und er und seine coole Shiva sind immer hier dabei und helfen uns hier. Sein Ziel ist es, einen großen Pudding anzugreifen und dabei werden wir ihm natürlich helfen, wenn wir davor nicht von diesen miesen kleinen Viechern angegriffen werden. Was ist denn eure Schwäche? Blitz, oder? Klar. Und Feuer? Das lese ich aber ganz gerne. Dann machen wir hier Vita. Einmal auf Lärm. So, und dann... Ultralodon! Bam. Ich denke, das sollte reichen. 3100. Sehr cool. Ich habe jetzt noch gar nicht geschaut, ob Ignini eigentlich auch Blitzattacken kann. Weil wenn nicht, bin ich fast mal geneigt dazu, ihn zurückzuentwickeln. Weil Ignini ist natürlich badass und ultra stark. Aber wir brauchen, so wie es aussieht, in nächster Zeit eher dann Blitzgegner. Und da wir sonst niemanden haben, der Blitzattacken kann, wäre das gar keine schlechte Idee. Was ist denn das? Mami-Schleim, oder? Halt eine miese Falle. Wie geht man? Ein kleines Mädchen, ein kleines süßes Mädchen und was steckt dahinter? Okay. Nein, Mirage, okay. Das ist wieder ein Special Fight. Da müssen wir alles wieder geben. So. Als allererstes Analyse. So. Okay, kein Tipp. Das ist natürlich geil. Wasser ist seine Schwäche. Okay, das ist gut zu wissen. Das heißt, wir haben Aqua. Okay. So, hau mal raus. Wie viel Leben hat die gleich nochmal? 16.000, okay, schaffbar. 990, okay, doch nicht so schaffbar. Aqua, da müssen wir gleich alle unsere Wasserfähigkeiten gleich rauspashen. Wir machen selbst nur 600 Schaden, selbst mit unseren... mit Aqua, Mann, das ist schon echt ganz schön wenig, so. 1.100, okay, wir sind krass unterlevelt für den Gegner. Das ist ein richtiger Special-Gegner, den werden wir nicht bezwingen können. Aber wir geben nichtsdestotrotz alles, oder? Fügt einem Gegner physischen Schaden zu, ignoriert Abwehr, erhöht Stärke der Gruppe. Hört sich das geil an? Das hört sich sehr geil an. Also, wenn es Tifa nicht drauf hat, dann hat es niemand drauf, würde ich mal sagen. So, Gegenstände. Eigentlich könnte ich jetzt hier schön diesen Heiler da aufbrauchen, aber egal. Was haben wir denn? Habe ich eigentlich Sachen? Balancehalter, Augentropfen, Amnesie. Ja, das ist eigentlich nicht so geil. Phoenix Down, okay, die müssen wir uns aufheben. Aber wir haben kein Item, was mehrere heilt. Das ist natürlich geil. So, okay. Na gut. Müssen wir jetzt erstmal einsetzen. 1000. Ach, sehr gut, dass das verfehlt hat. Okay, dann Aqua. Blopp. Und hier gleich direkt nochmal Aqua hinterher. Oh mein Gott, wir haben trotzdem keine Chance, Mann. Wir brauchen noch, ja, knapp 25 Attacken. Dann haben wir den besiegt, Mann. Das, wir machen ungefähr mal 500 Schaden. Ja, ja. Und der hat noch 1500. Okay. Aqua können wir nicht machen. Dann hauen wir mal normal drauf. Wie viel macht denn das Schaden? 146. Traurig.
Wir müssten. Ja, nee, es ist kein Stapel, gell? Schade. Wenn es ein Stapel wäre, könnten wir ihn ja auflösen, ich meine, aber das wird nicht möglich sein. So, Aquara. So. Also solange es ja nur normale Attacken macht, überleben wir das schon irgendwie. Aber wenn das einmal einen Special Move macht und uns damit trifft, dann sind wir Game Over. Müssen wir gar nicht lange rumspielen. So. So, okay. Drauf. Sehr gut. Ah doch, es ist doch ein Stapel. Ah, okay. Ich dachte, die wären irgendwie zusammengewachsen, aber dann macht das die Sache natürlich um einiges leichter. Leg los, mein kleiner Ultra. Sehr geil. Und? Sehr gut. Stapel ist auseinander. Und ja, ich muss da leider einen. Ich muss leider einen Trank einsetzen. Oder? Fügt einem. Halt die Gruppe. Fügt einem. Ach, ich habe nur Attacken, die einem angreifen. Ja, okay. Dann setze ich doch lieber hier meinen Trank ein, weil es geht sonst Game Over. So. Aber jetzt ist sie schon mal von der Prinzessin getrennt. Und jetzt gehen wir erstmal auf die. Machen die erstmal fertig. So. Du benötigst einen. Versuche Sache. Zusatzveränderung. Okay, und ich denke, die können wir nicht fangen, oder? Was ist denn das? Puddingprinzessin. Stelle dich der Mirage nur mit einem Gruppenmitglied. Aha. In deinen Träumen mache ich das. In deinen finstersten und tiefsten Träumen mache ich das. So. Und, ganz kurz mal. 5000 Leben? Und 2000. Okay, wir machen erst die fertig. Oh nein, ich verteidige. Wieso denn? Obwohl, war gar nicht so schlecht. War gar nicht so eine dumme Idee. Erstmal so. Dann 78. Haben wir dir gerade 78 Schaden gemacht. Geil. So, Balance. Haben wir wieder hier volle Balance. Oh, war geil, Mann. Und Schwächen. Feuer. Und bei dem Wasser, okay. Oder warte mal, ganz kurz bei der Pflanze. Ist Feuer, okay. Dann hauen wir doch hier gleich mal, Flairstar könnten wir jetzt raushauen, aber wir hauen doch hier lieber Feuer raus. Gehen wir doch lieber auf den da erstmal. So. Ach, das, die sind ja getrennt, sind die ja stärker als zusammen, Mann. So, Supertrank. Ernsthaft. Ich meine, sie machen jetzt nicht mal ganz so viel Schaden, aber trotzdem. Das macht sie nicht gerade schwächer. Ja, okay, wir machen das so. Wir gehen erstmal hier auf den. Den können wir auch schön mit Feuerattacken dann belagern. So. So, Analyse, Vita. Vita können wir auch mal machen hier. So. Flammspitzen, schön, schön, schön. So, ein geiler Volltreffer. Sehr gut. Ja, komm, 970 mit so einem Drecksvolltreffer. Okay, unsere ganzen Tränke müssen wir aufarbeiten, Mann. Oh, das ist bis dato der härteste Kampf, den wir gewinnen können. Klar, wir hatten schon härtere, aber die konnten wir nicht gewinnen. So, was habe ich denn noch? Ja. Scheiß drauf, Flairstar, komm. Bam! Selbst mit Resistenz macht 500. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nein, sie ist im Wutmodus, sie ist im Wutmodus. Nein, nein, nein. Oh. Sie ist im Rasereimodus. Das heißt, sie kann aber nur angreifen. Und das heißt, wir können ihr nichts befehlen. Das ist nicht gut. Und das heißt, sie kriegt wahrscheinlich auch mehr Schaden. So. Okay. Wir müssten nur den besiegen. Dann haben wir den Kampf locker geschafft. Das würde mir schon reichen. Nein, 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 nein. Das könnte jetzt Game Over sein. Okay, Lan hat's verfehlt. Jetzt müssen wir erstmal ein Allheilmittel einsetzen. Komm, komm, komm. Ich hatte hier doch gerade eins. Megatrank haben wir übrigens. Hat die komplette Gruppe. Müssen wir uns aufheben. Elixier, Mega-Ether, Vogelschwinge. Ich hatte doch ein Allheilmittel, bin ich mir doch ganz sicher. So, Gieserkraut, Riesal, Phoenix Down. Das haben wir doch in der einen Kiste. Da, genau. Das auf Rain, das ist ganz wichtig. Und dann, ja okay, sie sind immer noch im Raserei, aber das passt schon. Das passt schon. Wir müssen nur dieses Dreckskraut besiegen. Das würde mir schon komplett reichen. Mehr will ich gar nicht. So, ich heile mich lieber selbst. Und jetzt ist sie wieder normal, okay. Feuer kannst du? Sehr. Oh, Hunde doch. Alter, nein, nicht schon wieder, Mann. Komm, das ist unfair. Oh, Death Counter. Verdammt, 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 verdammt. So, das ist natürlich geil. Lohnt sich eigentlich mehr ganz normal anzugreifen. Verfehlt, genau.
Okay, Death Counter, sie wird sterben. Sie wird sterben, sie wird sterben, sie wird sterben. Was habe ich denn? Gegenstände. Ich habe doch hier irgendwas, was starken Feuerschaden macht, oder? Hier, komm, wo ist das? Drachenschuppe. Bombenfragment, genau das. 750. Genau das war das sowas, was ich brauchen konnte. So. Okay, Gegenstand. Heil tot. Die Frage ist natürlich halt, das Allheilmittel tot. Nein. Wir haben kein Item, was tot heilt. Geil. Okay, dann wird sie Game Over gehen. Das ist aber okay. Dann würde ich sagen, legen wir einfach nochmal los und hauen hier nochmal eine sehr starke Attacke hinterher. Aqua, Feuer, was haben wir denn? Ja, eigentlich ist nicht stark. So, wie viel Leben hast du noch? 117. Okay, dann besiegen wir dich beim nächsten Mal. Genau. Dann geht's jetzt Game Over. Passt, passt, alles super. Und jetzt Feuer. Sehr gut. Wow. Okay, das Kraut ist besiegt. Und nun stellen wir uns hier doch alleine. Reicht das nicht? Stell dich der Mirage nur mit einem Gruppenmitglied. Mit nur einem Gruppenmitglied. Ja, okay. Na, ich weiß schon, das haben wir nicht. Aber es hätte sein können, dass das Spiel annimmt. So, Phönixfeder. So, okay. Als nächstes stapeln. Ganz dringend. Und dann hauen wir Wind. Wie sieht es da aus? So, ist nicht, ja, gut, dann würde ich sagen, Windgeflüster. Wo haben wir es denn hier? Okay. Nein, 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 nicht wieder alle tanzen. Scheiße, scheiße, scheiße. Gegenstände, Supertrank. Okay, sie ist zwar im Super. Sie greift jetzt schon effektiv an und macht jetzt auch viel Schaden, aber ich kann halt nicht kontrollieren. Das ist halt doof. Das ist halt echt doof. Und ich brauche schnell einen besseren Trank als den Supertrank. So. So, 412, okay. Jetzt ist es nur noch ein Battle of Reserve. Weil das andere, das war der Damage-Dealer. Wir hätten gleich von Anfang an den das hier auflösen müssen, die Kette. Dann wäre das noch leichter gewesen, aber das habe ich nicht sofort gesehen. Verdammt, verdammt, verdammt. Oh, okay. Jetzt sind wir beide im Rage-Modi. Aber bei Rain könnte das bald aufhören, wenn wir Glück haben. Hoffe ich. Oder auch nicht. Sie ist eh gleich besiegt. Vielleicht schaffen wir es auch, sie davor zu besiegen. Ja, 52. Okay, schaff mal. Bam. Leute, 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 das war ein harter Kampf. So, 80.000 Erfahrungspunkte. Das ist aber auch dringend nötig, weil das war echt der bis dato härteste Kampf. So. Gescheit für Erfahrungspunkte. 939 Kill, das ist gar nicht mal so viel. Eine Phönix wieder. Aber wenn wir die fangen, schon nicht schlecht. Du hast die Erinnerung an die Puddingsprinzessin halten. Morbel des Grauens. Das heißt, wir können zum Beispiel das andere Kraut können wir jetzt auch in den Morbel des Grauens hier verwandeln. Aber erstmal brauchen wir jetzt einen Speicherpunkt. So, wo ist Snow eigentlich hin? Ja, jetzt ist er natürlich nicht mehr da, gell? So kenne ich den Snow. Immer wenn es drauf ankommt, bist du nicht da. So, Miraboard gehen wir jetzt erstmal. Wir sollten doch jetzt einige Fähigkeiten haben, oder? So, da la. Ja, okay, mit Sylph sind wir eigentlich auf Maximum und können nichts mehr machen. Hm, mein cooler Biomod, Mann. Mein saumäßig cooler Babymod. Du bist jetzt der Biomod. So, Stärke. Was haben wir denn hier? Schwerer Konter, das muss ich dann unbedingt upgraden, Mann. Das ist nämlich sehr cool. So, dann Glubscher brauchen wir nicht. Ignil. Mein kleiner, süßer Flammendrache. Er hat also echt nicht Blitzer. Ich dachte immer, man kann das komplette Miraboard auch von einem anderen Mirage hat man. Aber das ist leider nicht der Fall. Nun gut, wir können erstmal die TP erhöhen und die Präzision oder Magiergriffe machen. Präzision erstmal. So. Tam hat 8 Punkte. Inzwischen hat Tama mehr Punkte als alle anderen, Mann. So. So, Bomber. Und der wird dann zum großen Bomber. Wow, 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 der sieht nicht schlecht aus. So, okay. Wo ist denn der? Königsbomber. Ja, okay, wir könnten ihn weiter upgraden. Oder wir punkten halt hier noch ein paar Punkte rein. So. 4, 2. Ja, warte mal. So. So. Und so. Und dann haben wir den Königsbomber freigeschaltet. So. Der Mirage kann sich nun verwandeln. So, jetzt bin ich noch größer. Der ist immer aber nur Stufe H. Stufe M. Also, ist gar nicht größer geworden an sich. Das ist nett. So, dann haben wir den Bomber. Dann Tröpfchen. Geschwindigkeit, Ausweichwert. Ja, okay. Müssen wir eigentlich unbedingt mal in die Party und ich habe das Gefühl, der wird übelst überpowered, Mann. Ja, dann haben wir Toad.
Eskorte. Ja, okay, das ist eigentlich gar nicht mal so wichtig. So, weil der kann sich zu eh keinem cooleren mehr verwandeln. So. Machen wir trotzdem so. So. Zum Wasserfrosch. Kann er sich zurückentwickeln. Und dann haben wir noch immer noch 3 Punkte. Zack. Genau. Aber das ist einer der Stufe S, aber ja, ich weiß nicht, ob ich jemanden mit Stufe S upgraden kann. So, jetzt haben wir endlich den Wassertornado. Ich wollte sagen, ich weiß nicht, ob ich ihn unbedingt upleveln will, wenn ich ihn eh nicht mitnehmen kann. Sinnvoll. Also ihr wisst, was ich meine. Ich meine, ich kann den ja nicht entwickeln, deswegen lohnt sich das jetzt nicht so. Ich hätte gerne ein paar Mirage wieder, die klein sind, die ich auf meinen Kopf drauf tun kann. Und nicht schon alle Fähigkeiten gelernt haben. So, jetzt die schon wieder alle. So, komm, nervt mich alle nicht. Oh, was habe ich jetzt hier für Kräfte? Jetzt habe ich den Wassertornado. Den möchte ich mir mal anschauen. Bah. Klar resistent, aber sieht trotzdem cool aus. Ihr habt keine Resistenz gegen Feuer, obwohl ihr Wassergegner seid. Das finde ich natürlich geil. Ich brauche unbedingt einen Blitzgegner. Einen Blitzcharakter. Ärgert mich immer noch sehr, dass ich da keinen einzigen habe. Naja, da gehen wir jetzt einfach mal dahin. So, schauen wir uns diese Blumen da an, diese merkwürdigen, und dann gehen wir jetzt mal in den Mira-Tresor. Schweigen wir davon nochmal. Das war ein harter Kampf. So, das war wahrscheinlich härter als der Bossfight, der jetzt kommen wird. Und dann würde ich jetzt gerne hier mal ein bisschen schauen, was wir so wechseln können. So, den Mira-Tresor. Okay, wir sind ja alle in der Chibi-Form. Wir könnten natürlich auch mal wieder umwechseln, aber halt Ignile und Free Willy sind halt unsere stärksten, also wirklich. Deswegen weiß ich auch nicht, wieso wir jetzt wieder zurückswitchen. Ich hätte gerne statt Toad, ich muss mal schauen, haben wir einen mit Stufe S? Ah, wir haben sogar gescheit viele. Am Pinguin zum Beispiel. So, dann den Mini hier. Der ist sogar Stufe 17, den hatte ich ja eine Weile dabei. Chocky haben wir auch. Wir haben Beomod-Hammer. Aber ich tue meinen Babymod tue ich eher zum Beomod machen, bevor ich den mitnehme. So, ja, ein Chocobo könnte man dann wieder mitnehmen. Chocky. Oder den Dark Chocky. So, ich würde sagen, wir tun den Pinguin mit. Geht ja besonders immer um die Statuswerte auch. So, dann werde ich ihn noch ein bisschen mitnehmen hier. Und danach werden wir mal hier den Kampfstapel ändern. Ich würde gerne mal Sylph raustun. Dafür tun wir dann Pinguin rein und wenn wir dann hier mal... Klar, Werte geht runter, ist klar, weil es viel schwächer ist. Feuerresistenz geht weit nach unten, das ist natürlich ärgerlich. Eigentlich wäre das Sinnvollste... Wartet mal, ich mache das doch anders. Wartet mal, so. Statt Tama und dann hier Pinguin. Habe ich zwar... habe ich keine Immunität mehr gegen Feuer, aber immer noch 25 resistent gegen Feuer. Und dazu habe ich dann eine Resistenz gegen Wasser und Eis. Das ist ziemlich geil, um ehrlich zu sein. Ich würde sagen, aber wir warten noch ein bisschen müssen wir noch nach oben pushen und dann werden wir ihn mal in unsere Party hier tun. Es wäre mal eine Überlegung wert, ob wir mal wieder hier einen anderen Kampfstapel machen, aber halt Igni ist halt so stark und Free Willy ist auch so stark und mit denen können wir halt noch gescheit viel Erfahrung tanken. Gehen wir jetzt erstmal weiter und schauen, was da auf uns wartet. Snow? Das ist ein Job für dich, wenn ich mich nicht irre. Genau, für dich und die gute Shiva. Und dann marschieren wir mal weiter. So, Pudding, komm einfach und mach uns fertig. Obwohl, ich glaube, der wird um einiges leichter sein als der Pudding, den wir gerade eben bekämpft haben. So. Also, mein Plan ist jetzt erstmal hier Tröpfchen mitzunehmen. Nein, nicht Tröpfchen, den Pinguin. Aber, dann habe ich ja immer... Ich brauche ja 2 S-Mirages. Soweit hat der Max jetzt wieder nicht vorausgedacht, Mann. Ich brauche ja 2 Mirages, die ich im besten Fall mitnehme. Tut mir leid, ich muss nochmal kurz zum Safe-Point zurück, weil jetzt kommt eh erstmal ein Boss-Fight, da gibt es erstmal ordentlich Erfahrung. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn ich die dann, gleich mitnehme. So. Ba-ba-bam. So, lass mich bitte nochmal kurz zurück. So, den Mira-Tresor aufrufen. Okay, weil dann schauen wir nochmal ganz kurz. Weil der Bomber ist zwar cool, aber ich würde den fast lieber... Ich würde den halt gerne zurückleveln, den Bomber. Dr. Rechter Klauer kann ich nicht wegtun. Das ist mein Herz und meine Seele. So, Tröpfchen. Er ist halt... Er ist schon echt stark, Tröpfchen, Mann. So, Viereck. Entfernen. Nein. So, minus 100, aber es halt, komm, man muss eigentlich, naja, warte, wenn ich den und, wenn wir in der Eislandschaft jemals kommen, aber wir waren halt schon in der Eisregion oder so, aber es, wir werden irgendwann noch einen Eisschlüssel haben, ach, ich weiß nicht, ich tue jetzt erstmal den Bomber raus, so, auch wenn der cool ist,
Jetzt muss ich mal schauen. Einen mit, kann man die irgendwie sortieren? Genau, nach Größe. So, ich brauche nämlich einen mit Stufe S. So, wir können den schon mal ablegen. Und dann schauen wir mal. Also, ich brauche Stufe S. Wir haben hier den. Kann ich mir da schon schauen, ob er sich entwickeln kann, Chip? Chip kann sich erstmal nichts entwickeln. Einer der ersten Mirages, die wir gefangen haben. Kann man sich irgendwie das anschauen, was die haben? Ja, aber schau dich mal an. Der hat ja echt nicht coole Stats. Feuer hier. Na. Fertigkeiten anzeigen. Squatte Magieabwehr, Magielanze. Ja, es ist nicht so geil, um ehrlich zu sein. Mirabord. Also er hat zwei Entwicklungsstufen, die haben aber beide leider noch nicht freigeschaltet. Und ich werde den sehr schnell aufs Maximum gebracht haben. Schau dich mal an, Stufe 10. Das wird echt nicht lange dauern. Flussmu. Haben wir einen Flussmu, ist die Frage. Weil dann wird es sich vielleicht doch lohnen. So. Dark Jockey wäre auch eine Überlegung wert. Weil, wie gesagt, ich brauche einfach... Ich schaue mir gerade mehr die Resistenzen an als alles andere. So. Octo Opa und Octo Dad. War eigentlich auch ein cooles Team immer. Jetzt ist schon wieder eine gescheit sortiert. Nach Größe immer. Immer nach Größe sortieren. Der Quoicho. Der hat halt noch gar nichts gelernt. Zeig mal deine Stats hier. Kannst du Blitzattacken lernen? Wenn du Blitzattacken lernen kannst, dann wirst du für mich ein wichtiger Verbündeter. Nein, Kampfstapel habe ich eingedrückt, oder? Ah. So. Wo ist denn der Quicho wieder hier? So, da unten. Weil der Hutmacher, der ist zwar eigentlich ziemlich cool, aber er hat halt... Ah, ich drücke immer auf den Kampfstapel, Mann. Der Hutmacher, das Problem an ihm ist, er hat da keine aktiven Kampffähigkeiten. Er kann zwar irgendwie merkwürdig Superattacken machen, aber halt immer so random, Mann. Und das ist mir zu gefährlich. Zeig mal bei deiner Verteidigung. Ja, dafür sind seine Resistenzen halt einfach übel. Alter, muss ich mir glatt nochmal überlegen. Das sind ja übelste Werte. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal den Hutmacher mit zum Beispiel hier... Vergleichen wir es mal mit Tröpfchen. Der ist jetzt nicht allzu viel schwächer. Schau ich mal an, in allen anderen Werten ist der um einige schlechter hier. Magie, selbst Magieabwehr oder sowas. Aber die Resistenzen machen es halt echt aus. So. Könnten wir eigentlich auch mitnehmen. Und jetzt? Fertigkeiten Mirabord, genau. Das muss ich mir nämlich anschauen. Bei ihm. Ob du Blitzfähigkeiten lernen kannst. Aqua. Weil wenn da schon steht, Blitz ist irgendwie besser, Wutball, na. Der kann auch nur Wasserattacken machen und Wasserattacken brauche ich nicht. Ich meine, Aquara ist echt nicht schlecht, so als Fähigkeit, aber nee. Ich brauche einen Blitz-Mirage. Ich muss mir unbedingt einen da rauszüchten und es gibt einfach so gut wie keinen. Du findest nirgendwo einen. So, Mini-Pudding. Schau mal, Bomber. No, Toad. Habe ich übrigens zweimal. Mini. Ist das ein anderer? Das ist echt der andere, gell? Der kann sich in Quicho verwandeln, das ist natürlich cool. Mimikry ist ein ganz merkwürdiger Typ. Fenrir. Alle haben keine Blitzresistenz. Das heißt, niemand wird wahrscheinlich auch Blitzattacken haben. Ja, da sogar Blitz die Schwäche ist natürlich optimal. Ja, wem würde ich da nehmen? Ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal Jockey dann wieder mit. Weil ich meine, Jockey kann sich immer in einen Chocobo dann verwandeln und so auf einem Chocobo zu reiten ist schon echt nicht schlecht. So, deswegen gehen wir jetzt da weiter und ich bin zufrieden mit der Angel. So, viel zu lange haben wir uns jetzt rumgeärgert. Gehen wir jetzt da hin und machen den Boss fertig. Hey, today you're gonna wish you never started jiggling. It's huge! Snow? Which part of this thing is the butt? Oh, it's all butt! This mountain is so majestic and jiggly! You do realize we're not fighting a mountain. My eyes! It's so the shiny! Thomas, gut. Das Problem ist, was mir gerade auffällt, ich habe nicht gespeichert. Okay, überall sind seine Resistenten eigentlich schlecht. Er hat 10.000 Leben. Ja. Haben wir mal Feuer raus. Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, der wird nicht allzu schwer werden.
Alter, ich hab dem doch nicht gerade 4000 Schaden gemacht. Doch, ich hab dem 4000 Schaden gemacht. Wie ging denn das? Müssen wir gleich nochmal anschauen. Alter. Er hat? Er ist schon besiegt, oder? Okay, sorry, da war ich zu schnell. Aber der hatte doch nicht minus 200 auf Feuer oder so. Okay, das war ziemlich uneindrucksvoll. Aber es ist ja geschrumpft, Mann. Mir macht der Bankkreis hier Sorgen, Mann. Wenn wir jetzt Game Over gehen, Mann, dann kann ich nicht wiederbelebt werden. Okay. Kann der Gegner bitte schon ein Standardgegner werden? Könnte ich sehr gut mitleben. Und drei Alma-Kristalle. Sehr cool. Well, we beat it, but yeah, I don't feel like we actually really beat it. I know. It's like we're right back to square one, except nothing about that thing was square. I guess we just didn't kick it hard enough. Snow, what exactly do you have against it again? If I don't keep it in line, it just grows and grows. Once it used to be way, way bigger than this, attacked my village. Did some serious damage. I found that a nice periodic butt-kicking is the best way to keep the big jiggle in check. Sounds like a big, big, big nuisance to me. Well, thanks to you. I was able to smack it around a lot more than usual today. It won't be attacking towns for a while. Anyway, it looks like the swamp up ahead should be nice and dry now. I think you're good to walk. Okay. Maybe I'll see you all again sometime. You know, even for a guy who slings around ice magic, he was surprisingly chill. Yeah, I'll say. So, you ready to kiss this place goodbye? I hope that the rest is the easy going. Snows Helden im Leben wurde freigeschaltet. Ja! Chocolate hat neue Gegenstände im Angebot. Das nenne ich mal einen guten Abschnittbaden. Einfach mal hier ganz entspannt Snow getroffen, mit dem hier einen riesen Schleim alle gemacht. So gehört sich das einfach. So, und? Choco! Jockey ist wieder da. Und? Zack, wir können immer noch auf Dr. Richter gerade reiten. Gut, Leute, das war, ja, wie gesagt, leichter als gedacht. Und nun würde ich sagen, werden wir dann auch hier weitergehen. Ich denke, uns wird es in eine Wüste gegen verschlagen. So stelle ich mir das jetzt einfach mal vor. Und bevor wir das aber machen, gibt es erstmal einen kleinen Cut. Und dann beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Let's Play World of Final Fantasy. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao.